Willkommen zur Supermolekülminute. Vor ungefähr 350 Jahren, da wusste man noch gar nichts über all diese Elemente, aus denen sich unsere Welt zusammensetzt. Aber damals schon suchten die Menschen nach dem Stein der Weisen, einer Wundersubstanz, von der man glaubte, dass man damit unedle Materialien in edle Materialien verwandeln kann. Ja, also eigentlich wollte man Gold finden. Der Apotheker Henning Brandt dachte sich, ja, wenn irgendetwas so eine Umwandlung schaffen kann, dann muss es die Lebenskraft unseres Körpers sein. Und deshalb experimentierte er mit Urin. Ja, tatsächlich. Er erwärmte große Mengen von Pipi so lange, bis eine trübe, fürchterlich stinkende Sirupmasse übrig blieb, auf die das alles zusammengedampft war. Und das destillierte er dann, bis nur noch eine schwarze Masse übrig blieb, die er dann in einem Metallgefäß ca. 16 Stunden lang erhitzte. Und dann, eines Nachts, als er den Deckel hob, um zu sehen, ob die Masse fest geworden war, traute er seinen Augen nicht. Die Masse war zu kleinen Bröckchen geworden, die in der Dunkelheit leuchteten. Damals wusste er noch nicht, dass er ein chemisches Element gefunden hatte, nämlich Phosphor, zu Deutsch Lichtträger, mit eben dieser ganz faszinierenden Eigenschaft. In Berührung mit Sauerstoff oder unter Lichtstrahlung geraten die kleinsten Teilchen, die Atome von Phosphor, in einen höheren Energiezustand. Diese Phosphoreszenz, wie man das auch nennt, wird bis heute genutzt. Zum Beispiel, damit man in der Dämmerung besser fischen kann, kann man solche Angelperlen an die, solche Perlen an die Angelschnur hängen. Die leuchten dann und man sieht besser, wo die Angel gerade ist. Oder man kann diesen Stoff auch nutzen, damit man im Dunkeln besser einschlafen kann. Man kann sich diese Sternchen übers Bett hängen und dann hat man immer einen Sternenhimmel. Oder man verwendet es, damit man im Brandfall den Feuerlöscher besser findet. Ja, wenn es dunkel ist, und dann sieht man hier besser, wo der Feuerlöscher ist. Für einen Brand könnte dieses Element allerdings selbst verantwortlich sein. Denn roter Phosphor wurde früher so wie Schwefel auch auf die Streichholzspitzen aufgetragen. Weil das aber manchmal schon beim bloßen Aneinanderreiben in der Schachtel sich entzündete und Feuer fing, beschichtet man heute lieber nur mal die Reibfläche mit Phosphor. Weißer Phosphor ist noch viel entzündlicher. Daraus wurden früher schlimme Brandbomben hergestellt. Deshalb hat Phosphor den Ruf, ein tödliches Element zu sein. In Wirklichkeit aber ist es ein Stoff, der dringend zum Leben gebraucht wird. Alle Energie aus der Nahrung, die wir zu uns nehmen und die dann unser Blut zu den Körperzellen bringt, die kommt in dieser chemischen Form Adenosin Triphosphat, denn alle Energie hängt an diesen drei Phosphoratomen. Aber mehr noch, unser genetischer Code, das heißt unser gesamtes Erbmaterial in all unseren Zellen, das ist in so dieser berühmten Doppelspirale gespeichert. Und woraus besteht das Gerüst dieser Leiter? Erraten, aus Phosphoratomen. Danke, Phosphor. Wow, lieber Gott.